Hallo, hier ist Arelena wieder. So, heute wollen wir mal wieder backen. Heute werden wir unsere Powerballs machen, habe ich selbst erfunden. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen 160 Gramm Haferflocken, 80 Gramm Trockenobst, könnt ihr euch aussuchen, was ihr nehmt. Ich habe jetzt was Gemischtes mit Feigen, Datteln und Aprikosen, 2 Bananen und etwas Süßstoff. So, als erstes werden die 2 Bananen zermanscht, so dass ihr so einen schönen Brei habt. Und ein bisschen Wasser im Wasserkocher aufkochen lassen und das Trockenobst darin einige Minuten einweichen. Wenn das Trockenobst dann einige Minuten eingeweicht war, einfach ein bisschen zerkleinern, mit einem Messer klein schneiden, damit wir schöne kleine Stücke haben. So, zu den zerdrückten Bananen kommen jetzt die 160 Gramm Haferflocken und das Trockenobst. Das Ganze dann gut vermengen, bis wir einen Teig haben. So, das Ganze mit den Zutaten wird dann schön vermengt. Natürlich noch einen Spritzer Süßstoff dazu. Und weiter vermengen. Wenn ihr dann alles vermengt habt, sieht es ungefähr so aus. So, und dann kommt der schönste Teil mit den Händen. Einmal da reingehen, ein bisschen Teig in die Hand nehmen und das Ganze zu kleinen Kugeln formen und auf ein Backblech legen. Wenn ihr dann den ganzen Teig zu so kleinen Bällen auf dem Backblech verteilt habt, nehmt ihr euch einen Löffel und drückt sie so ein bisschen an. Nur ganz leicht, nicht richtig platt drücken. Weil schließlich wollen wir Powerboards haben und keine Powerplatten. So, das Ganze dann für ungefähr 15 bis 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen auf 150 Grad. Auf mittlerer Schiene. So, nach 15 bis 20 Minuten könnt ihr die Powerballs aus dem Backofen rausholen und sie sehen so aus. Am besten genießt sie sofort warm, sie schmecken super, aber auch kalt im Kühlschrank könnt ihr sie 2 bis 3 Tage super aufbewahren, schmecken dann auch noch immer sehr lecker. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Schaut einfach mal auf Jung und Edel bei Facebook oder auf deren Homepage oder auch bei Instagram. Haben super coole Anti-Sachen. Und natürlich auch bei mir, Lena Kretschmann, DBFV Bikini-Athletin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal, eure Lena.